Hallo Welt, da sind wir wieder hier vor dem Versteck des Kuhn. Ja, vor dem Versteck des Kuhns und da gehen wir jetzt rein. Natürlich, oh Moment, hier können wir doch auch noch was machen. Warum? Ah, wir haben, glaube ich, hier schon was gemacht. Moment mal. Nein, haben wir noch nicht. Wie es aussieht, können wir hier noch etwas umstoßen lassen. Captain Diabetes. Okay, packen wir es an. Diabetes Schmetterschlag. Ach so. Okay, tschüss. Ja, doch, dann haben wir das schon gemacht hier scheinbar. Ich dachte, dahinter würde vielleicht noch ein Yaoi sein, aber da war keins mehr. Oh nein. Nein, Cartman hat doch einen neuen Code. Wie war der denn noch gleich? Steht der nicht unten drunter immer? Ach ja, hol. Hol Scrambles, schnell. Hol. Scrambles, schnell. Nein, 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 wir können den Super-Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super-Craig im zweiten Coon & Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer, das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch, los komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Mosquito. Vielleicht gibt's was Neues. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch! Yippie! Yay! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Oh. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht. Noch eine Klasse. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Ja. Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Assassine. Oh, ja, endlich. Moment. Psychiker. Elementarist. Brutalist. Speedster. Nein, die hatten wir schon. Der ist neu. Psychiker. Psychiker, okay. Nächtliche Werbesendungen haben. Nur, das hatten wir doch auch schon. Aber das ist neu. Assassine. Assassine. Der Assassine ist spezialisiert auf Angriffe, bei denen das Blut nur so spritzt. Wenn es dann ans Saubermachen geht, Das wäre ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja, und wie? Verschmilzt er mit den Schatten, verschmilzt er dann. Okay. Gadgetmeister. Gadgetmeister. Der Gadgetmeister besitzt eine riesige Sammlung explosiver Spielzeuge aus dem Sky-Maul-Katalog, mit denen er Freunde beeindruckt und Gegner zur Verzweiflung bringt. Gadgetmeister. Nein. Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit. Ich glaube, der Assassine ist schon gut, den nehmen wir mal. Ein Assassine. Ein Arschassine. Ein Arschassine? Ja, diese Klasse wählen wir wohl und... Moment. Abbrechen. Was kann die andere Klasse denn? Assassine. Gadgetmeister. Oh, ein Gadgetmeister wie Tupperdose. Bist du auch reich? Wohl eher nicht. Ah, der kann aber auch in mehrere Richtungen Angriffe ausführen. Das ist schon nicht schlecht. Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Ich bin total begeistert. Ja, ich glaube, wir nehmen trotzdem Assassine. Ich hoffe, du kannst Blut sehen. Ja, genau. Assassine ist gut. Blutungen sind gut. Wo ist unser Ekelangriff? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Mit Langzeitschaden haben wir gar nicht. Ja, aber wir haben wieder hier das... Ach so, wir haben den Mauszeiger. Leute zu Tode langweilen ist keine Assassinentechnik. Doch, vielleicht wird's das noch. Okay, wir haben... Ja, wir haben eigentlich... Ja. Was ist der gute Angriff hier? Wahrscheinlich die Bomben oder dieser hier? Da können wir in alle Richtungen dann tätig werden. Naja, gut. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Nach wie vor, hier gibt's doch nichts anderes zu tun, oder? Wir können...
Das war's. Nur noch geklimpert. Zum Spiegel. Ich bin am Spiegel. Was mache ich hier? Moment, den Spiegel benutzen. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Geräusche auf dem Flur? Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und einen Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Als Assassine schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst, töten. Du verlorst keine Zeit. Ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Eins. Oh. Blutend rief dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Hey, das Balk hat ein Messer. Oh, scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Und was machen wir jetzt? Drei sollen wir nehmen. Was ist denn drei? Ist der Schattenrausch. Zurück in die Schatten, okay? Der Schattentausch. Schattentausch, genau die gleiche Betonung, aber anders ausgesprochen ein wenig. Anders geschrieben auch noch. Ja, tausche mit einem Gegner, werde unsichtbar. Unsichtbar werden. Aber wir können das nur alle zwei Runden anwenden, wie es aussieht. Egal, das sollen wir machen, das machen wir jetzt auch mal. Wow! Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Du hast dich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Der nächste Move ist der Drehhieb. Ninja-Wurf Kunai verursacht Blutungen auch. Noch mehr Blutungen. Damit kriegen wir sie alle, außer den Außerirdischen. Dein Wirbelschlitz zerschleuderte Messer in alle Richtungen. Das ist für meinen Einbrecherkollegen! Dem Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Handeln oder sterben, du oder ihr? Warum schlagen die sich selbst? Ja, wir können unsere neue Alternative, unsere neue Superkraft einsetzen. Du musst deinen tödlichsten Angriff einsetzen, den Todestaucher. Todestauchen. Verursacht Blutungen bei einem beliebigen Gegner, wird unsichtbar. Aha. Ja gut, dann machen wir das mal. Sah, warst du schon wieder in den Schatten verschwunden. Der Junge ist so eine Art Super-Assassine. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Ja, gut. Finde ich das. Moment. Ach, kaufen wollen wir hier nichts. Nein, nein. Nicht unbedingt. Super-Assassine. Nicht schlecht. Hey, hier ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Civil War 2, hart auf hart. Okay, auf zum Spielplatz. Sind wir genau richtig hier? Oh, wir müssen unsere neuen Kräfte erstmal verteilen, was? Ach so. Der Spielplatz. Ist das meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. WTF. Na, wir konnten doch gerade. Ja. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand, es wäre dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Stan! Ja!
Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Cool and Friends sammeln. Freedom Pals, antreten. Civil War 2 hat begonnen. Ja, Plan ändern. Wir haben noch neue Kräfte. Vielleicht können wir da irgendetwas tauschen. Ich dachte, das können wir vorher machen. Aber nein, jetzt müssen wir damit durch mit dem, was wir haben. Aber beim letzten Mal haben wir doch irgendwie... Ach so, da hatten wir ein Tutorial beim letzten Mal. Da konnten wir ins Smartphone und dann die Kräfte auswählen. Und ich hätte jetzt gerne eine der neuen Kräfte hier auf unsere Kräfte gelegt. Wobei ich gar nicht wüsste, welche. Ja doch, hier. Wahrscheinlich diesen starken Angriff hier. Das könnte man vielleicht ersetzen. Ja, egal. Sei es drum, wir brauchen... Genau. Human Kite brauchen wir an unserer Seite. Mosquito ist an und für sich nach wie vor auch gut. Und ja, Blitzfreak kann auch was. Behalten wir die Leute mal. Und auf in den Kampf. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Los geht's. Großes Schlachtfeld hier. Oh, das wird anstrengend. Das wird interessant, spannend. Und hier vorne können wir überhaupt niemanden treffen. Wie wäre es denn, wenn wir Timmy hier mal versuchen? Wer ist eigentlich Timmy? Steht nicht dran. Ja, wir wenden unsere schwache Seite an und stehen wir schon mal auf deren Seite. Mann, wie viele Eier ich am Tag befruchten könnte, wenn ich so schnell wäre wie du! Ich nehme meine Blutprobe. Du bist doch ziemlich schnell und kannst dich auch da auf die Seite stellen dann. Mit drei. Chica in Fett! Du hast einen ziemlichen Zug am Leib. Das hast du verkackt, als du dich mit diesen Wichsern verbündet hast. Mikroaggression! Schlag ihn! Hau sie weg, Neuer! Ach, wir reichen nicht dran. Sollen wir jemanden zu uns ziehen? Komm, wir ziehen Mysterion mal an. Nein. Ich weiß gar nicht, wen wir hier treffen. Da treffen wir doch gar keinen. Wir sind so weit weg. Wir können nur hier diese Richtung machen. Nein, wir können gar nichts machen. Irgendwie. Sind die alle zu weit weg? Wir kommen nicht so weit. Dumm gelaufen, was? Wir müssen Timmy ausschalten, schnell! Ja, ja, wunderbar, aber wir reichen nicht dran. Wir hätten unsere neuen Kräfte gebraucht vorher. Ja, hiermit schon mal gar nicht. Damit kommen wir gar nicht weit. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen den Zug abgeben, beenden. Ist dieser neue voll funktionsfähig? Wirkt ein wenig langsam. Ja, ich weiß. Timmy! Oh, sowas kann der? Wir retten dich, Onkel Doktor. Ich bin drin. Okay. Sind die gefährlich? Die sind hochgefährlich wahrscheinlich. Setze deinen Laser ein. Nein, auch damit treffen wir niemanden. Dann gib uns etwas Schutz. Genau. Hier!
Hier kommt dein Tod. Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Vorsicht! Überaus beeindruckend, Tupperdose. Wir können noch einen von uns hier rüberholen jetzt. Transporter. Ich muss echt ganz dringend mal. Ninja! Das sollte helfen. Ich hörte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Ja, damit erreichst du gleich zwei. Mach das ruhig mit deinem Schwarm. Ich bin viel zu schnell für dich. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Oh. Bitte Zeitmanipulation. Mach sie fertig, Saftsack. Wen schnappen wir uns denn jetzt? Es gibt so viele zur Auswahl. Na, Mysterion vielleicht? Oder wenn wir sie alle an uns ranziehen, können wir gar nicht. Ja, Mysterion soll ein bisschen zurückgehen. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Angriffsplan, Delta Gamma Willi Pup. Oh nein, alle auf ihn jetzt. Nein. Ah, ist okay, wenn du weinen musst. Schaut alle her. Ich mach gleich was. Schaut alle her. Peng, peng, peng. Kysichowski. Ich bin richtig stark. Ich zeig's dir. Na, ja, die können jetzt aber auch nicht mehr viel machen da hinten. Laser ja. Online. Ja, wir haben schon gut die Seiten getauscht. Ja, Humankind, du kannst doch gegen, wie heißt der, Threshold gehen? Oder du könntest uns vielleicht etwas Schutz geben noch? Wer braucht denn hier noch Schutz? Moskito? Hey, du könntest einen wiederbeleben, aber dann bist du ganz schön in der Gefahrenzone. Nein, schnapp dir hier oben den. Du kannst nicht nach oben, oder? Oh nein, warum nicht? Ja, dann gib Schutz. Oder belebe ihn wieder? Wie weit kommst du mit der... Oh, mit Wiederbelebung kommst du nicht sehr weit. Das ist langweilig. Spielen wir was anderes. Ich mach das! Das habe ich gebraucht. Hier kommt Mysterion! Vorsicht! Oh, wir sind aber... wie immer, Mysterion. Wir sind aber richtig gut geschützt, sind wir. Du steckst voller Überraschungen, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Nein. Gleich kommt der Schwarm! Ja, richtig. Zeig uns deinen Schwarm. Oh nein. Ja, du kannst ja nur den einen hier beschwärmen. Wie sieht's aus? Kannst du vielleicht unseren Blitzfreak wiederbeleben? Geht das? Moment, das ist ja gar nicht Wiederbelebung. Ja, du kannst den... Das Gute an den Freedom Pulse ist, dass wir merken, wenn wir dran sind. Nur keine Panik, wir schaffen das schon. Moment, also du kannst das alles nicht. Dann setz hier deinen Moskitoschwarm an oder... Ja, der ist schön eklig. Der wird ihn eine Weile beschäftigen, denke ich. Immerhin habe ich keine Eier an deiner Haut gelegt. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Und Threshold, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, Mysterion, geh noch mal einen Schritt zurück, bitte. Cartman ist kein Teamspieler. Ach, wir hätten doch jetzt unseren Blitzfreak hätten wir wiederbeleben können. Hab ich Pause? Ja. Schlagen wir die Pupsköpfe. Oh nein. Ah, du warst böse. Deshalb habe ich dir den Hintern versohlt. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Ach so, du kannst den jetzt erwischen. Dann mach das doch. Stan, es tut mir leid. Ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Oha. Oh, wir stehen noch. Angriffsmanöver eingeleitet.
Cyborgs geben alles. Das ist so widerlich. Mein Insektenglas ist startklar. Insektenglas, nein. Wir geben nochmal den Moskitoschwarm hier. Richtig nervig, was? Das ist mein Job. Mein Werkzeug ist bereit. Oh, der kommt aber ein weiter ein mit. Viel. Und wir könnten jetzt hier die ganze Reihe ausschalten, wie es aussieht. Wo ist denn... Ja, da ist er ja. Aber ich glaube, der kann noch ganz schön was aushalten. Mal sehen. Damit würden wir einen erwischen jetzt. Zwei würden wir gleich lahmlegen mit diesem Angriff hier. Mach keine Wissenschaft raus. Leg einfach los. Und hiermit nur einen. Also mit Hitzewelle nur einen. Und ja, Dreifachbrand bringt gar nichts. Was ist mit dem Dreifach? Da kriegen wir auch zwei mit. Also große Geschütze, meine ich. Ja, am besten war doch das hier. Ja, da erreichen wir gleich drei mit. Also kommt mal her. Unsere Chancen steigen stetig. Timmy, Timmy. Hey. Yes, wir dürfen spielen. Ist das fair? Machen wir sowas auch? Und nun flieh, flieh. Kannst du ja gar nicht. Blitzfreak ist wieder da. Yep. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Ja, da müssen wir mal gucken. Die beschweren sich ja immer da wieder neu rauf. Wir müssen den hier erwischen, was? Blitzfreak. Moment, du kannst doch dafür sorgen, dass er hier näher an uns dran ist. So nicht. Transporter? Nein, du kannst es nur mit Verbündeten machen, was? Nach wie vor nur mit Verbündeten. Samstags chill ich am liebsten den ganzen Tag mit der fetten Blutkonserve. Oh. Schwache Seite. Naja, dann tausch die Plätze, aber dann bist du gleich am Ende wieder. Du bist sowieso gleich wieder am Ende. Kannst du nicht zurückgehen und hier einen Trank nehmen irgendwie? Gegengift. Hier, extremes Gegengift. Mit meinem Superspeed könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden. Das ist richtig, aber du musst dich erstmal irgendwie wieder ein bisschen akklimatisieren hier. Ja. So ein bisschen auf die Beine kommen. Sehr schön. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor... Das war knapp. Unser Zug. Spein. Nette Zeitmanipulation. Ziel erfasst. Boom, Treffer. Und sowas kann der. Wen infiziere ich jetzt? Ach so, ja, wir können doch hier unseren Moskitoschwarm losschicken, den Superangriff. Ich glaube, da hat hier Moskito wirklich noch den besten Angriff zurzeit. Rundumschlag, sage ich mal. Jawohl. Da, zwei Leute legt er damit um und ja, das machen wir doch mal. Hat jemand ein stehendes Gewässer gesehen? Ich muss Eier legen. Ja, öffne dein Käferglas. Kriegst du die Viecher zurück ins Glas? Zurück ins Glas? Ja, wir müssen Jimmy erledigen irgendwie. Wir ziehen ihn mal näher ran, oder? Och, wir haben ihn nicht getroffen. Frisch Scheiße. Ich kann nichts machen. Das ist ein doofes Spiel. Übel, der was? Der Kalt bringt das Leid. Wie geht's uns denn allen? Ja, Kite, bring uns mal ein bisschen Schutz. Stets bereit, hier kommt Kite! Mal sehen, wer zuletzt lacht. Jetzt alle auf ihn. Obwohl, Moment mal, kannst du nicht auch zur Seite irgendwie? Ah, das wäre ganz gut. Dann... Ach so, dann stehst du aber an seinem Platz, wie es aussieht. Aber das ist nicht schlimm. Dann hat er einen hinter sich. Ach so, nein, das ist ja das Falsche. Hier, Überfallangriff ist das Richtige. Aber dann stehst du auf deinem Platz, auf dem du jetzt stehst. Wie sieht das mit 1 aus? Dann würdest du auf seinem Platz stehen.
Das hier drin bekommt man kaum Luft. Was? Moment, du stehst falsch. Ich stelle dich hier hin und dann stehst du auf seinem Platz und... Warte, war was? Jawohl. Du schiebst ihn nach vorne. Ach, das ist ja übel. Ansteckungszeit! Da rennen wir jetzt alle hinterher. Naja gut, hier, lass deinen Moskitoschwarm los und... Oh, das hat ja nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Mal sehen. Hiermit knocken wir den Kleinen da schon mal aus. Oh, oh, oh. Wir können doch hier unsere Hitzewelle machen. Damit würden wir zwei gleich und den Kleinen hier vorne würden wir auch ausknocken. Wir haben ja richtig. Lass dich nicht von Cartman täuschen! Vorsicht! Es ist so fies, wie sich das anhört. Feind am Boden! Wir retten dich, Onkel Doktor! Warum ist denn... Von uns ist keiner am Boden, okay. Kannst du nicht rundum alle heilen? Oh, das wäre nett. Sonst heile doch, heile doch, heile doch. Irgendwer ist doch von uns ganz, ganz angeschlagen. Moskito ist ganz schön angeschlagen. Uns geht's gut, wir haben hier sogar... Hier gibt's kein Zeitlimit, oder? Nein, nein, kein Zeitlimit. Deswegen, Moskito... Ja, gebe Moskito hier ein extra... Oh, schon wieder zu weit weg. Oh, jetzt aber... Nein! Du kannst das ja gar nicht. So weit kommst du gar nicht damit. Okay, dann gib uns Schutz. Nein, Moskitoschutz. Der kippt aber sowieso gleich aus den Latschen. Wie machen wir das denn? Mal sehen, wen sollen wir verbrennen? Ja, komm, schütze uns. Wir sind die Meister der Zeit. Wir müssen geschützt werden. Und ab die Post. So, jetzt schnappen wir ihn uns aber. Und dann kommt er auch gleich wieder näher ran. Nein, das können wir gar nicht. Wir könnten... Oh, Moment, wir könnten uns auswechseln hier. Wir sind die Übernächsten, also... Moment, wir stellen uns hier hin und schaffen den Neuen dann hier ran. Können wir das mit drei? Kommen nicht ran, oh schade. Falls du auf was Bestimmtes wartest, lass es. Jetzt kommen wir dran, oder? Drei? Nein, immer noch nicht. Ja, jetzt. Aber bringt das überhaupt was, wenn du da stehst? Ich glaube, nein. Komm, wir greifen oben den an. Das geht schon gut. Um die kleinen Kinder brauchen wir uns, glaube ich, nicht so sehr zu kümmern. Mein Dad lässt mich mit der Rollleiter im Lagerraum seines Ladens spielen. Wir müssen zusehen, dass wir Timmy hier oben, dass wir den kriegen. Also zwei. Hey, wieso treffen wir denn nicht? Wir stehen doch direkt davor. Und wenn wir hier stehen, dann treffen wir ihn auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Warum stehen wir immer so ungünstig? Welchen Angriff? Ja, okay, überredet. Nein, den einer kann er nicht mehr. Oh. Es kann jetzt losgehen. Ja, weißt du was? Ich höre auf. Ich finde hier keinen vernünftigen Platz für uns. Komm, dann wechsel doch aus. Wie war das hier mit drei? Moskito, ja, dann wechsel Moskito aus, oder? Moskito hätte ich gerne hier hinten stehen, lieber. Och, jetzt mach doch mal da deinen Zug. Jetzt klappt's. Oh, toll. Einen Platz, den können wir doch gleich laufen. Teilung egal. In 0,3 Sekunden. Das Geld zu wünschen. Das hat jetzt richtig was wieder gebracht. Dabei? Wir sind dran. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Das ist doch gleich. Der ist doch schon am Ende. Wo ist er denn? Da. Ja, der hält nicht mehr viel aus. So ein bisschen Ekel? Ja, das passt schon. Ich hab gespuckt. Ist das fies. Ja, wer sowas kann... Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Na gut, das muss man wissen, eben. Im Zweifelsfall irgendwas schlagen. Ja,
Ja. Glückwunsch, Superfreunde! Nein, 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 nicht mit uns. Wir nehmen euch den Zug einfach weg. Oh, hättest du diesen Zug gewollt, so ein Pech. Oh, Mosquito. Ja, wir haben einen geschlagen. Fantastisch. Der ist richtig gut. Lassen wir uns die Waschbärfreunde. Sieg, wir haben gewonnen. Wie das denn? Achso, der ist umgekippt nach seinem... Super Power Move. Okay, ja, wir haben Empathieverstärker bekommen, eine DNA. Und wir haben Brainiac Kostüm Set bekommen. Aber nur den Helm, wie es aussieht. Nein, ein ganzes Set, steht doch da. $1,39. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die Folge ist allerdings am Ende. Nur ich wollte nur mitten im Kampf die Folge nicht beenden. Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Ja gut, aber nicht mehr in dieser Folge, in der nächsten Folge. Da ziehen wir uns dann vielleicht auch ein neues Kostüm an, das uns gerecht wird, unseren neuen Kräften Assassine gerecht wird. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.